was in diesem Video passiert. Dann muss man den Beutel so hier greifen. Boah, hast du die Zunge gesehen? Jetzt. Was für eine Zunge, ey. Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny Hunt Hits. Willkommen zu einem neuen Video. Das letzte Waffenvideo mit dem Wurfstern hat euch sehr gut gefallen. Heute werden wir ein paar neue Experimente machen. Ich habe etwas Neues für euch gekauft und zwar diese schöne Schleuder. Das Ding hat auf jeden Fall einen sehr schönen Griff. Ansonsten dann hier noch so eine Armstütze. Damit soll man besser zielen können. Ob das wirklich so ist, keine Ahnung. Ich persönlich finde es echt schwierig, mit so einer Schleuder zu zielen. Vielleicht ist es ja mit der Armstütze besser. Bevor wir das Ding gleich auspacken und ich euch das genauer zeige. Wenn ihr noch mehr solcher Experimente sehen wollt, Freunde, lasst einen Daumen hoch da, dann weiß ich Bescheid. Ansonsten, falls ihr neu auf meinem Kanal seid, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt, folgt mir auf Instagram, bin da jetzt sehr aktiv. Link ist unten in der Beschreibung, heißt oder Johnny Hunthawk und ich poste da fleißig auch Waffenbilder. Okay, gehen wir rein, packen wir das Ding aus, bin schon gespannt. Ich war mit Amy in so einem riesigen Outdoor-Laden. Dort habe ich die gekauft, hat $20 gekostet. Und ey, der Laden, der war wirklich so, so riesig. Da gab es alles Mögliche. Packen wir die jetzt erstmal aus. Oh Mann, ich hasse diese komischen Plastikverpackungen. Die lassen sich so schwierig öffnen. Hier ist das gute Stückchen. Oh, schöner Griff auf jeden Fall. Liegt sehr gut in der Hand. Ansonsten mit dem Lieferumfang enthalten ist hier noch ein Ersatzgummi. Richtig geil, falls das andere kaputt geht. Dann haben wir hier solche Kugeln. Die sind wirklich sehr, sehr klein. Aber es sind auch noch größere Kugeln dabei für etwas mehr Durchschlagskraft. Oh, ich denke, das wird Spaß machen, ey, aber hallo. Und eine kleine Anleitung ist noch dabei. Finde ich auch sehr gut. Also für $20 kann ich mich da überhaupt nicht beschweren. Ach, gehen wir mal raus und machen mal ein paar Testschüsse. Hä? Mein neuer billiger Experimentenholztisch, den kennt ihr ja bereits. Der steht schon stabil, wie ein stabiler Tisch. Ansonsten da hinten kann ich nichts treffen. Das sieht gut aus. Die Sicht ist frei. Coca-Cola Zero. Als allererstes versuche ich mal, diese zwei schönen Dosen zu treffen. Auf die eine Dose schießen wir mit den kleinen Kügelchen und auf die andere mit den großen. Das wird ein Spaß mit schöner Slow-Motion-Aufnahme. Oh ja, das Ding liegt richtig gut in der Hand. Bin mal gespannt, wie gut man damit trifft. Wir legen los. Let's go. Also die Schleuder, die nimmt man ganz normal am Griff. Die Kugel, die kommt dann hier in diesen kleinen Beutel rein. Dann muss man den Beutel so hier greifen, am besten mit Daumen und Zeigefinger oder Mittelfinger oder so. Und dann zieht man das Ganze einfach so und kann ballern. Das hier war die erste Dose. Das war ein richtig schöner Durchschuss. Jawohl, hier vorne rein, da hinten raus. Die zweite Dose. Oh Mann, die arme Cola Cherry. Ey, die habe ich nur da unten erwischt, ne? Die Kugel ist drin geblieben, weil ich die so schlecht erwischt habe. Aber naja, wenn man richtig trifft, geht das Ding durch. Das ist auf jeden Fall schon stark genug. Weiter geht's mit den großen Kugeln. Ich denke mal, da wird es einfacher sein zu treffen. Ansonsten nehmen wir die Dose, schütteln die nochmal ordentlich. Ich denke auch, die haben mehr Durchschlagskraft als die kleinen Kügelchen. Würde mich auf jeden Fall wundern, wenn nicht. Oh ja, wenn ich so eine große Kugel auch hier reinpacke in den Beutel, fühlt es sich schon viel besser an. Also ich glaube, damit treffe ich wirklich besser. Aber ich will nicht zu viel versprechen. Ich probiere es einfach aus. Ja! Wow! Oh ja, hab schon ein paar Schüsse gebraucht, ey. Die Dose hat erstmal ordentlich Beyblade gespielt. Ansonsten schauen wir die uns an. Ah, ich habe schon wieder so unten getroffen, ne? Ja, schaut sich an. Unten reingegangen, ist drin geblieben. Es hört jetzt einfach an wie so eine Spraydose.
Cool. Also ich muss feststellen, auf Dauer so zu ziehen ist schon anstrengend. Ansonsten, das ist so fast das erste Mal, dass ich mit so einer Schleuder schieße. Ich weiß nicht, ob es wirklich so schwer ist, damit zu schießen oder ich bin einfach schlecht drin. Könnt ihr mir mal gerne in den Kommentar schreiben, falls ihr Erfahrungen damit habt. Ansonsten machen wir jetzt weiter mit der Wassermelone. Ich denke, das wird auf jeden Fall ballern. Ah, ich habe mal mit der Pocket Shot geschossen, falls ihr die kennt. Damit ist es auf jeden Fall auch nicht so einfach zu treffen. Also ich glaube, das ist schon normal, dass es nicht so einfach ist, damit zu treffen. Und ich habe nicht so das Gefühl, dass diese Armunterstützung, diese Armhalterung da mir irgendwie hilft beim Zielen. Naja, weiter geht's mit der Melone. Und hier nehme ich gleich mal die dicke Kugel und danach schießen wir mit der dünnen Kugel, denn ich will hier einen schnellen Treffer landen. Nicht, dass ich die Motivation verliere, ey. Oh ja, getroffen. Ich habe absolut keine Ahnung, wie man mit dem Ding zielen soll, ey. Volltreffer. Oh Mann, die Melone ist einfach runtergefallen. Also, ich habe zweimal getroffen. Hier könnt ihr so ein Einschussloch sehen. Ansonsten gab es auch mal einen kleinen Streifschuss. Und das zweite Einschussloch, ist hier drüben. Schaut es euch an. Ist aber nichts rausgegangen, alles noch drin. Aber ich habe noch eine kleine Überraschung für euch, Freunde. Ich bin gerade so durch das Haus gegangen und einfach so hinter einem Schrank habe ich einen Griff gesehen. Diesen Griff hier hat das so rausgezogen und das war einfach diese Machete. Die ist auf jeden Fall ultra scharf. Keine Ahnung, was die da zu suchen hat, aber ich würde mal sagen, ich probiere die mal aus. Der Griff ist ein bisschen locker, aber für die Melone wird es, denke ich, mal reichen. Ja, schneiden wir die mal schön durch, wie ein Gladiator. Dein Schicksal ist besiegelt. Boah, Alter, die ist so scharf. Nochmal. Du bist verletzt. Den ersten Schlag hast du überlebt, aber den zweiten wirst du nicht überstehen. Das verspreche ich dir. Oh. Was? Wie kannst du es wagen? Der nächste Gegner für die Steinschleuder, heißt es überhaupt Steinschleuder? Keine Ahnung, wie heißt die Schleuder eigentlich? Ist auf jeden Fall, sind auf jeden Fall solche Waffeln hier, Karamellwaffeln, die habe ich noch aus Deutschland, die sind schon ein paar Mal geschmolzen, auf jeden Fall nicht mehr so appetitlich. Wir holen die aus der Verpackung raus, stellen die schön auf und dann muss ich versuchen, die zu treffen. Das wird echt ein Ding der Unmöglichkeit. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, die aufzustellen war schon ein Ding der Unmöglichkeit, aber jetzt treffen, das wird erst die richtige Herausforderung, ey. Da liegt auf jeden Fall ein Opfer. Ansonsten, wie viel haben wir denn zerstört? 1, 2 und das war's schon, ey. 3 insgesamt. Da liegt ja noch einer. Also 1, 2, 3. Und der vierte, der hat's schon überlebt. Oh, die Schleuder hat nicht so viel Power. Also, ich muss leider feststellen, mit der Schleuder macht es nicht so viel Spaß zu schießen. Erstens, ist halt echt schwierig zu treffen. Zweitens, ich habe jetzt so 50 Mal geschossen, schätze ich mal. Und es tut mir so langsam hier in dem Arm weh, wenn ich die ganze Zeit ziehe und da geht halt Spannung drauf. Es tut einfach irgendwann weh. Und drittens ist die Wucht nicht so gut. Also ich schätze mal, die Wucht von einer Gas Airsoft mit Metallkugeln ist stärker. Und die Pocket Shot, die hat auf jeden Fall auch ein bisschen besser geknallt. Also im Großen und Ganzen gefällt mir das Ding nicht so gut. Was haltet ihr davon? Aber das war's noch nicht. Ich habe auf jeden Fall noch eine Überraschung für euch. Aber erstmal machen wir noch ein paar Schnitte mit der Machete. Ich habe hier noch so einen schönen Weißkohl. Ich würde mal sagen, den werden wir jetzt durchschneiden. Und dann füttern wir mal die Kühe damit. Ich denke, das wird den schmecken, auf jeden Fall. Oh, die anderen, die wollen bestimmt auch was. Gehen wir nochmal rüber. Das kleine ist süß. Guck mal, wie die anrennen. Alter. Du, mein Freund, komm. Ey, die frisst mir gleich, die beißt mir gleich die Hand ab. Ach, ist das süß.
Boah, hast du die Zunge gesehen? Jetzt. Was für eine Zunge, ey. Für die ist heute richtiges Fest mal. Das fühlt sich gut an, Kühe zu füttern. Boah, die Zunge, die war so glitschig, ey. Ey, Freunde, hier gibt's was richtig Geiles. Und zwar ist das hier so eine Sprühsahne. Aber das ist keine normale Sprühsahne, sondern so Schokoladensprühsahne. Die macht man sich normalerweise aufs Eis. Die ist einfach ultra lecker, das sage ich euch. Es fällt mir schon ein bisschen schwer, die zu zerstören. Aber ich gönne mir erstmal ein bisschen was davon. Das Zeug ist so lecker, auch wenn es aussieht wie Durchfall, ey. Ich will auch. Du auch? Ja, bitte. Okay, mach Mund auf. Lecker, ne? Okay, genug geschnuppt. Ich versuche das Ding jetzt mal zu zerstören. Ich hoffe, es wird kaputt gehen. Mit der Machete weiß ich nicht. Mit der Steinschleuder definitiv nicht. Aber zur Not nehme ich nochmal einen Wurfstein. Das müsste funktionieren. Okay, legen wir los. Ich hoffe, die Machete wird es schaffen. Oh Mann, ich habe so festgeschlagen, das Ding lädt immer noch. Ich schlage jetzt mal von oben drauf. Ich hoffe, mein Tisch, der zerbricht nicht. Der ist nämlich nicht so stabil. So. Oh, nein, nein, nein. Mann. Okay, das kann so nicht weitergehen. Ich probiere es jetzt mal mit meinem Goldmesser. Oh Mann, ich kann es nicht glauben. Naja, wenn nichts hilft, dann die Wurfsterne. Das Ding, das wird reingehen, ey. Das war ein Volltreffer. Schauen wir uns die Slow-Mo an. Oh ja, der Wurfstern hat die geknackt. Schaut euch das an. Richtig schöner Loch. Richtig schönes Loch. Aber da kam gar nicht so viel Schokolade raus, weil ey, wir haben das Ding schon leer genascht. Wir haben nur ein paar Mal dran probiert. Das Ding, das ist so schnell leer, da ist gar nicht so viel drin, aber trotzdem coole Aufnahme. Also Freunde, nochmal zur Steinschleuder. Die hat mich echt enttäuscht. Das ist nichts für mich, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht gibt es bessere. Falls ihr es wisst, ab in die Kommentare damit. Ansonsten die Machete. Ey, am Anfang dachte ich, das Ding ist auch scharf, ne? Aber das hat mich irgendwie auch enttäuscht. Keine Ahnung, was die hier mit der Machete machen. Ich weiß es nicht. Aber die Wurfsterne, die gehen ab, die gefallen mir. Falls ihr den letzten Teil nicht gesehen habt, schaut ihn euch an. Ansonsten, Freunde, folgt mir auf Instagram, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Ich fütter jetzt noch ein bisschen die Kühe, dann esse ich erstmal selbst was, ne? Dann bis ins Morgen. Ciao, peace.